Wir haben Dienstag und nehmen uns die Zeit aus aktuellem Anlass, um mit Geschäftsführer Dr. Michael Welling zu sprechen. Hallo Michael, kannst du dir vorstellen, worum es geht? Wir kommen um die Trainerfrage nicht drumherum. Kommt allerdings im zweiten Teil des Interviews, denn zunächst wollen wir einmal auf das Spiel am Samstag blicken. Auch ein Thema, was durchaus bewegt, ist der Aktionsspieltag Klimaschutz, vom DFB initiiert. Durchaus auch kritisch gewürdigt von Teilen der Fanszene in ganz Deutschland, war beim DFB-Pokal schon zu sehen, beim letzten Spieltag. Jetzt am Samstag gegen Saarbrücken findet er bei uns statt. Wie würdigst du das Thema ganz allgemein? Ja, ich glaube, dass die kritische Würdigung komplett richtig ist. Ich glaube, dass der ein oder andere Aspekt, der da hervorgebracht wird, dann auch nicht angezeigt ist in der kritischen Würdigung. Aber grundsätzlich ist das ein Thema, was man kritisch begleiten muss, was man kritisch begleiten sollte. Und dennoch haben wir uns entschieden, beim Aktionsspieltag Klimaschutz mitzumachen, also ganz bewusst. Ganz viele Aspekte, die uns da bewegt haben, weil wir einfach glauben, erstens, wenn wir über Klimaschutz reden, ist es natürlich nicht mit einem Aktionsspieltag getan. Nein. Gleichzeitig ist es aber so, wir müssen einfach das Bewusstsein für dieses Thema stärken. Und deswegen haben wir da natürlich eine Möglichkeit, das zu tun. Punkt eins. Punkt zwei, wir werden da auch nie fertig werden. Natürlich ist es nicht damit getan, hier über 90 Minuten eine Eckfahne in einer bestimmten Farbe zu machen, die Warming Stripes zu zeigen. Natürlich ist es nicht damit getan, einmalig etwas zu tun. Und natürlich gibt es über diesen Spieltag hinaus viele, viele, viele andere Themen, die man sehr grundsätzlich diskutieren muss. Thematik Rasenheizung, Thematik Flutlicht. Aber nichtsdestotrotz ist es notwendig, dass wir die ersten Schritte gehen. Und dass wir eben uns in die Richtung bewegen zu mehr Klimaschutz, zu mehr Nachhaltigkeit. Dass wir uns bewusst werden darüber, dass das ein ganz, ganz großes Thema ist. Und dass wir alle gefordert sind, hier aktiv zu sein. Und ja, deswegen kann man sagen, Aktionsspieltag, Marketinggedöns. Ja, die Kritik verstehe ich. Ich finde aber, damit kann man dann tatsächlich jede Aktivität auch negieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen etwas, wir leben das mit, wir transportieren das mit, weil das natürlich auch etwas ist, was im Kontext dessen, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, nämlich wir wollen uns zum enkeltauglichen Steckenpferd der Region entwickeln, weil das natürlich auch bei uns komplett auf der Agenda steht. Aber wie gesagt, wir wollen uns dahin entwickeln. Wir sind da längst noch nicht. Wir werden auch sicherlich nicht in ein oder zwei Jahren da sein. Aber wir müssen halt ganz, ganz viel machen. Und das tun wir nicht nur am Samstag, nicht nur am Aktionsspieltag, sondern tun wir grundsätzlich. Und deswegen machen wir da mit. Kommen wir gleich nochmal auf das Mitmachen zu sprechen. Aber du hast zwei interessante Punkte angesprochen. Stichwort Rasenheizung, die ist natürlich jetzt noch ein bisschen weiter weg im Zeithorizont. Stichwort Flutlicht wird ja auch rauf und runter diskutiert, für mich auch so ein Stück weit gerade Blame Game in der Berichterstattung und in der Haltung. Wie ist unsere Haltung? Auch hier, ich glaube, der erste Schritt ist, dass man erstmal verstehen muss, dass die Kritik an einem leuchtenden Flutlicht bei strahlendem Sonnenschein berechtigt ist. Ich glaube, da fängt es an. Mit Blick auf die Rasenheizung, dass wir gerade im Kontext der, ja, ich sag mal, weiterhin für mich nicht akzeptablen WM in Katar, dass das dadurch nochmal in der aktuellen Zeit nochmal eine zusätzliche Bedeutung bekommt. Und deswegen ist die Kritik daran richtig. Und ich glaube eben, dass wir als Verein, aber ich würde eben da alle Akteure des Fußballs in die Pflicht nehmen wollen, dass wir zu diesen Fragen Antworten geben müssen. Das erstmal grundsätzlich. Jetzt muss man gleichzeitig aber auch sagen, dass das Flutlicht an ist, dass die Rasenheizung angemacht wird, hat natürlich eben auch mit bestehenden TV-Verträgen zu tun. Mit TV-Verträgen, die vor einigen Jahren abgeschlossen wurden, wo eben die Standards definiert wurden und deswegen heute diese Rahmenbedingungen eben gegeben sind, weil wir eben den Spielbetrieb sichern wollen und dadurch eben die Einnahmen generieren wollen, die wir eben auch generieren müssen, um den Spielbetrieb zu realisieren. Und von daher muss man das in dem Kontext sehen. Ich glaube, dass es trotzdem an uns, an den Akteuren ist, mit dann auch den TV-Partnern, mit dem Verband, der eben die Verträge mit den TV-Partnern gemacht hat, mit denen in den Dialog zu treten und vielleicht dann einfach zu sagen, ja, vielleicht ist für das
perfekte TV-Bild mit HDI, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Dann nochmal das Flutlicht an, gibt es nochmal Mühe mehr Ausleuchtung an irgendeiner Stelle? Das mag sein, aber vielleicht müssen wir einfach akzeptieren, dass es das nicht ist. Gerade mit Blick eben auf den Klimaschutz, der grundsätzlich notwendig ist, mit Blick auf die Energiekrise, die wir aktuell durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine haben, dass genau deswegen es vielleicht jetzt angezeigt ist, zu sagen, nee, dann verzichten wir vielleicht einfach auf diesen Mühmerk-Bildqualität im Sinne eben eines Klimaschutzes, im Sinne einer Vorreiterrolle. Ich glaube, das ist wichtig und deswegen werden wir am Samstag das Flutlicht auch nicht anhaben. Bei einem Spieltag, der um 14 Uhr startet, am Aktionsspieltag Klimaschutz. Wenn dann der Aufnahmeleiter, der letztendlich hier der Entscheidende ist, dann sehr intensiv darauf drängt, dann werden wir mit dem diskutieren. Und vielleicht kommen wir gemeinsam zu der Entscheidung, dass wir es auslassen. Und wir hoffen, dass wir da mit ihm gemeinsam zu der Entscheidung können, dass wir es auslassen. Da sind wir aber nicht am längeren Hebel. Und was die Rasenheizung angeht, ähnliches Thema. Es ist, wie ich finde, aktuell durchaus ein Anachronismus, dass wir das machen. Wenn wir jetzt aktuell sehen, wir werden in der Phase, wo bei uns im November, Dezember die Rasenplätze bespielbar sind, ohne Notwendigkeit einer Rasenheizung bespielbar sind, wenn wir da sehen, dass wir durch diese WM in Katar hier den Spielbetrieb unterbrechen, dafür dann im Januar, Februar einen noch gedrungeneren Spielplan haben, wo dann eben zur Sicherung der Integrität des Spielbetriebs das Betätigen der Rasenheizung angezeigt ist, aber dann finde ich, hätte man das auch anders gestalten müssen. Und ich finde schon, dass wir, nochmal, und da nehme ich die Akteure insgesamt in die Pflicht und eben nicht nur sagen, der böse DFB, sondern wir als Vereine genauso sind da in der Pflicht, dass wir da uns schon fragen müssen, was können wir tun? Und dass man da eben tatsächlich an der einen oder anderen Stelle eben auch sich dagegen entscheiden muss, die Rasenheizung anzumachen, um hier den Spielbetrieb zu sichern. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich glaube, dass wir da in die Diskussion gehen müssen. Weil das sind natürlich dann die Symbole, die genauso stark sind wie eben die Warming Stripes, die wir auf den Eckfahnen haben, die auch ein ganz starkes Signal sind, die eben auch etwas ausdrücken. Aber wir müssen einfach in der Sache was tun. Und jetzt letzter Satz, wissend, dass wir da nie perfekt sein werden. Wir werden immer Zielkonflikte haben. Wir werden immer Zielkonflikte haben, weil wir eben alleine durch das Ausrichten eines Fußballspiels das Thema Anreiseverkehr haben. Das Thema Anreiseverkehr sind fast ein Drittel der Emissionen, die an so einem Spieltag passieren. Und das ist tatsächlich alleine durch eben das Spiel Realität. Und dann muss man natürlich sagen, naja, wenn wir das nicht mehr wollen, dann sollten wir das Fußball spielen lassen. Das kann es aber wiederum nicht sein. Deswegen haben wir Zielkonflikte. Deswegen bin ich ganz fest davon überzeugt, es ist wichtig, dass man darüber nachdenkt, wie man das Ganze macht. Dass man tatsächlich eine Sensibilität hat für die Probleme, die auch wir mit einem Fußballspiel für die Umwelt generieren, um dann eben Hebel zu finden, diese zu reduzieren, Aufklärungsarbeit zu machen und da was zu tun. Da sind wir als Fußballverein gefordert, da ist die Liga gefordert, da ist der Verband gefordert, da ist aber eben auch jeder einzelne Fan gefordert. Auch das ist ja oft so, es wird dann gefordert, dass andere was tun. Bei sich selbst anfangen ist dann immer auch schwierig. Ich hoffe, dass der ein oder andere tatsächlich da auch sein eigenes Verhalten überdenkt, wie wir auch unser Verhalten überdenken. Und wenn wir dann kleine Schritte machen, viele kleine Schritte machen, dann gehen wir auch in die richtige Richtung. Das war jetzt sehr missionarisch, ne? Ich höre schon auf. Aber wir halten fest, also wir sprechen auf jeden Fall nochmal zum Thema WM in Katar gesondert. Ja, weiß ich gar nicht. Wir sprechen, oder wir sind im Dialog, das kann man glaube ich auch sagen, du hast angedeutet, der Verband natürlich, die Clubs, aber auch die TV-Rechtehalter sind im Austausch. Und wer Michael am Samstag sucht, der wird ihn festgekettet am Flutlichtschrank finden, damit das Flutlicht ausbleibt. Bevor wir jetzt gleich wirklich zum Thema Trainerfindung kommen, letzter Gedanke zum Aktionsspieltag. Es gibt jetzt die allgemeinen DFB-Maßnahmen, die in jedem Stadion stattfinden. Das Spiel wird mit einer Minute Verzögerung sozusagen angepfiffen. Du hast die Warming Stripes auf den Eckfahnen angesprochen. Die Stadionsprecher werden Text verlesen, so ein paar allgemeine Maßnahmen. Der VfL hat nochmal individuelle Maßnahmen draufgesetzt, Stichwort Enkeltauglichkeit, enkeltauglicher werden, du hast es angesprochen, steht auch in unserer Vision verankert. Die haben wir uns ja überlegt, auch von einem bestimmten Hintergrund, mit einer bestimmten Prämisse, vielleicht kannst du da noch mal einmal ausführen. Genau. Also wir haben halt in der Tat gesagt, wir wollen mitmachen. Wir haben jetzt den Klimaschutz-Spieltag oder den Aktionsspieltag Klimaschutz auch genommen, um bestimmte Dinge erstmalig zu machen.
die wir aber dann dauerhaft implementieren. Das war uns wichtig, denn bei diesen ganzen Dingen, die wir als Fußball immer tun, reicht es in vielen Stellen oder an vielen Stellen eben nicht aus, dass wir irgendwelche Parolen auf T-Shirts kleben oder irgendwelche bunten Bilder machen. Also das sollte tatsächlich nicht der Ansatz sein, auch wenn das immer auch etwas sein kann, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Deswegen will ich das nicht per se als schlimm empfinden. Aber wir haben gesagt, bei den Maßnahmen, die wir jetzt konzipieren, werden wir versuchen, Maßnahmen zu finden, die dann eben auch nicht einmalig realisiert werden, sondern die eben dauerhaft bei uns sich wiederfinden. Ein Beispiel, wir werden beispielsweise veganes Speisenangebot implementieren. Auch wenn die infrastrukturellen Maßnahmen hier eine Herausforderung sind, auch wenn natürlich das eine oder andere im Ablauf das erschwert, aber wir werden ein veganes Speiseangebot zusätzlich zu den anderen Dingen haben. Wir haben formuliert, dass wir mit Blick gerade auf die Joe Enochs Kindertribüne, mit Blick auf die Einlaufkinder, eben entgegen der Vorgehensweise, die wir früher hatten, wo die natürlich auch einen Bratwurst- und Pommesgutschein bekommen haben und dann vielleicht eine Cola, weil Nachhaltigkeit ist ja nicht nur klassisch Klimaschutz im Sinne von Ressourcenreduktion, sondern eben auch gesundes Leben. Wir werden eben hier auch ein Obstangebot machen, eben entsprechend auch Wasser denen zur Verfügung stellen. Das sind so Kleinigkeiten. Wir sitzen eh dran, das Thema Mehrweg in die Realität zu setzen. Das werden wir am Samstag gegen Saarbrücken noch nicht implementiert haben, aber da sind wir dabei und viele, viele andere Themen, wo wir einfach sagen, das wollen wir dauerhaft bei uns implementieren, um dann aber auch zusätzliche Dinge zu machen. Wir prüfen gerade beispielsweise, ob die Möglichkeit besteht, auch hier eine Abstellmöglichkeit für Fahrräder zu schaffen. Denn eben schon skizziert, mehr als 33% der Emissionen entstehen durch den Anreiseverkehr. Und deswegen wollen wir eben auch Fahrradabstellplätze hier machen, vielleicht bewachte Fahrradplätze machen. Da sind wir auf der Suche gerade nach Orten. Nicht alles klappt initiativ jetzt am Samstag, aber wir sind natürlich dabei, auch darüber hinaus zu denken und dann vieles in den nächsten Wochen, Monaten weiter zu implementieren, wie wir ja auch in Gesprächen sind mit dem ÖPNV, um dann spätestens zur neuen Saison hoffentlich auch wieder ein Klimaticket anzubieten, eben ein Kombi-Ticket anzubieten, wo dann hoffentlich unsere Fans mit dem ÖPNV aus dem gesamten Landkreis kommen können, in der Stadt fahren können, was aktuell so noch nicht möglich war. Aber auch daran arbeiten wir, um, wie gesagt, Schritt für Schritt besser zu werden, wissend, dass wir nie irgendetwas geschafft haben, sondern wissend, dass das immer ein Prozess ist, auf den wir hinwirken müssen und ein Weg ist, den wir eben beschreiten. Wir werden die sämtlichen Maßnahmen natürlich auch nochmal ausführlich auf unseren Kanälen kommunizieren. Vorm Stadion auf dem Parkplatz sind 2 E-Ladesäulen in Betrieb gegangen, gerade passend zum Aktionsspieltag, der für uns eben ein Startschuss ist, um sukzessive enkeltauglicher zu werden, ohne dass wir jemals perfekt sein können. Du hast es angesprochen. Harter Cut. Seit letzter Woche ist Daniel Scherning nicht mehr Trainer des VfL Osnabrück, sondern Cheftrainer in Bielefeld. Es ist jetzt schon viel geschrieben und auch gesprochen worden, aber vielleicht nochmal in ein, zwei kurzen Sätzen, Michael, warum tatsächlich die Freigabe erfolgt ist. Daniel hat einen laufenden Vertrag hier, hat dann um die Freigabe gebeten, die dann letztlich auch erteilt wurde. Ja, ich glaube, man muss ja immer unterschiedliche Perspektiven auf die Sache werfen. Und wenn man sich in die Perspektive von Daniel Scherning versetzt, der eben dieses Angebot in Bielefeld bekommen hat, dann muss man einfach nachvollziehen, dass er dieses Angebot gerne realisieren will. Und ich finde, das ist total menschlich, das ist richtig. Und ich glaube, man muss konstatieren, das hätte nahezu jeder von uns getan, jeder, der eben hier das Ganze als Beruf eben auch ausübt. Das ist ein tolles Angebot. Bei Daniel dazu noch die Nähe zur Familie bei Arminia Bielefeld, ein Verein, den er eben auch kennt, bei einem Erstliga-Absteiger, das darf man ja auch nicht vergessen, der 2 Jahre vorher in der ersten Liga gespielt hat. Deswegen sicherlich infrastrukturell und wirtschaftlich aktuell zumindest noch bessere Möglichkeiten als der VfL Osnabrück hat. Und von daher war der Wunsch von Daniel da komplett nachvollziehbar. Dann kann man kämpfen. Das ist so. Aber man muss natürlich, wenn man sagt, wir wollen kämpfen, immer auch überlegen, hat das tatsächlich eine Perspektive? Ist das von Erfolg gekrönt? Und deswegen haben wir gesagt, nee, an dieser Stelle erteilen wir die Freigabe, Klammer auf. Natürlich nicht einfach so, sondern eben auch nach Gesprächen mit Arminia Bielefeld. Und Arminia Bielefeld hat eben die Forderungen, die wir, hier insbesondere Amir, dann formuliert haben, dann auch eben erfüllt. Hätte Arminia Bielefeld nicht die entsprechende Ablösesumme
gezahlt, wären sie nicht bereit gewesen, diese Ablösesumme zu bezahlen, dann hätten wir sicherlich auch eben die Freigabe nicht erteilen müssen und nicht erteilen wollen, weil wir, obwohl wir gerade vorher zwei Niederlagen hatten, weil wir natürlich von Daniel, von der Arbeit von Daniel überzeugt sind und waren und auch heute noch sind. Aber deswegen haben wir die Freigabe erteilt. Das war ein sehr dynamischer Prozess. Wie gesagt, am Montagabend hat Daniel Amir informiert, dass er eben eine Anfrage aus Bielefeld hat. Deswegen konnte Amir nicht noch ein Tor gegen die Fanabteilungsmannschaft schießen, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Aber da wurde Amir eben entsprechend... Hat trotzdem gereicht, muss man an der Stelle auch mal sagen. Ja, das war dann auch okay. Da haben andere Tore geschossen. Und deswegen, dann kam Bielefeld tatsächlich am Dienstag auf uns zu mit eben der Frage, ob wir bereit wären, da auch zu sprechen. Und dann hat man sich eben unterhalten. Hat man auch verhandelt und dann hat man letztendlich gesagt, okay, das sind die Bedingungen, die wir haben. Das Angebot von Bielefeld ist gut und richtig. Und dann haben wir Daniel eben die Freigabe erteilt. Wie gesagt, sehr dynamisch, aber jetzt geht es eben auch weiter. Und bei jeder Veränderung ist immer die Möglichkeit darin, eine Chance, die man ergreifen kann. Die werden wir jetzt ergreifen. Ich glaube, dass unser Team um Danilio und Danne das eben gut im Griff hat, trotz aller Enge, die vorher auch mit Daniel da war. Und deswegen haben die beiden nicht nur am letzten Spieltag in Wiesbaden unser komplettes Vertrauen gehabt, sondern haben auch jetzt in dieser Trainingswoche, auch mit Blick auf die Vorbereitung auf das Spiel gegen Saarbrücken am Samstag, unser volles Vertrauen. Und ich glaube, dass eben hier auch, wenn wir Danne sehen, wie emotional er ist, wie sehr ich hier mit unserem Verein identifiziert, dass eben auch da er das Team auch große Unterstützung verdient, dass wir einfach sagen, jetzt wollen wir es gemeinsam schaffen, um dann natürlich irgendwann auch einen Trainer zu präsentieren. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mal einfach so ausdrucke, was so bei uns auf den Social-Media-Kanälen los ist. Da wird ja hoch und runter diskutiert. Eine gewisse Nervosität ist zu spüren. Vielleicht verbinde ich es mal mit der Frage, inwieweit war man, ist man oder kann man auch auf so eine Situation vorbereitet sein? Sind wir vorbereitet? Waren wir vorbereitet? Bevor wir dann einmal drauf kommen, wie der Prozess jetzt eigentlich läuft. Ja, ich glaube schon, dass wir vorbereitet sind, aber so vorbereitet, wie man vorbereitet sein kann. Ist ja jetzt eine Situation, wie gesagt, wir haben ja nicht im Traum daran gedacht, dass wir die Saison nicht mit Daniel beenden, sondern wir waren eigentlich davon überzeugt, dass wir auch mit Daniel verlängern. Also das war zumindest unser Ziel. Und deswegen war man jetzt nicht so, dass wir schon konkret mit anderen Trainern gesprochen haben. Aber natürlich ist man insofern vorbereitet, dass man stets auch schaut, welche Trainerpersönlichkeiten können denn für den VfL Osnabrück in welcher Situation auch immer interessant sein. Und dann ist es natürlich so, dass man wie ein Spielerscouting teilweise eben auch sowas wie ein Trainerscouting macht, dass man sich Informationen einholt, dass man vielleicht auch mal einen Trainer, den man spannend findet, auch etwas länger beobachtet oder auch mal etwas näher unter die Lupe nimmt. Und deswegen gibt es natürlich zu jeder Zeit immer einmal eine Form von Liste, eine Form von Pool von Kandidaten, die erstmal die sind, wo wir anfangen. Zugleich muss man aber auch sagen, daraus muss sich dann natürlich auch einiges entwickeln. Und die Situation, die wir jetzt haben, oder auch der zeitliche Moment, den wir jetzt haben, definiert natürlich auch die Gruppe der potenziell möglichen Kandidaten. Vor 3 Monaten wäre das eine ganz andere Gruppe gewesen. Und in 3 Monaten ist es auch wieder eine ganz andere Gruppe, sodass hier natürlich jetzt die Kollegen erstmal auf Basis des definierten Pools, den wir haben, schauen müssen, ist das aktuell überhaupt eine Option, die wir haben. Dann geht man in die Tiefe, holt noch mehr Informationen ein über die Kandidaten, prüft noch mehr, ob tatsächlich das, was man vorher vielleicht etwas oberflächlicher betrachtet hat, tatsächlich geht. Und das ist der Prozess. Deswegen, ja, wir sind vorbereitet gewesen auf eine mögliche Situation, aber jetzt nicht, dass wir sagen, wir waren so vorbereitet, dass wir sofort handlungsfähig sind im Sinne von 12 Stunden später haben wir einen Trainer. Das ist halt was anderes, wenn man einen Trainer vielleicht aufgrund von Erfolglosigkeit entlassen oder freistellen muss, wo man vielleicht einfach auch vorher schon merkt, oh, da passt etwas nicht, seien es die Ergebnisse, sei es vielleicht die Stimmung in der Mannschaft, seien es bestimmte Dinge, die nicht mehr so klappen. Und wenn man solche Indikatoren vorher feststellt, kann man natürlich eben auch ganz anders vorbereitet sein, als in der Situation, wie gesagt, wo wir
am Sonntag getrauert haben, weil wir in Bayreuth verloren haben. Das war unser Thema. Aber nicht irgendwie drüber nachgedacht haben, dass wir auf der Trainerposition was machen müssen. Deswegen muss man die Situation auch ein bisschen vergleichen, unterscheiden. Ich weiß, dass der ein oder andere da dann immer vergleicht. Ah, bei Grote war das auch so. Es war aber eben eine ganz andere kontextuelle Situation. Soll heißen, eben mit einer Negativserie, die länger vorbereitet war, mit dann aber auch einer deutlich weniger ausgeprägten Restzeitdauer, die wir hatten, als eben der Benjamin Schmedes damals sich entschieden hat, Marco Grote zu beurlauben. Deswegen ist das ein bisschen Äpfel-Birnen-Vergleich. Ich glaube, die Situation heute ist da eine ganz andere. Ich würde jetzt als nächstes die Wahl lassen. Entweder wir gehen jetzt die Liste der Kandidaten durch, die hoch und runter gehandelt diskutiert werden. Da brauchen wir 5 Stunden, wenn man jedes Gerücht kommentieren will. Oder du gibst einfach mal einen Status ab, wo wir denn eigentlich stehen. Also gab es schon persönlichen Austausch, persönliche Treffen? Du hast schon mal auf das Spiel am Samstag geschaut, da hörte man jetzt raus, wahrscheinlich noch nicht bis Samstag, dass hier ein neuer Trainer installiert ist. Aber wo stehen wir denn? Ja, unser Fokus ist gerade auf das Samstagspiel. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass ein Tim Danneberg, dass ein Danilo, dass aber auch die Mannschaft eben sich auf das Spiel konzentrieren kann, ohne dass sie überlegen müssen, ist das jetzt das letzte Training oder ist heute Nachmittag dann schon was? Das macht ja auch was mit einer Mannschaft, mit einem Menschen. Deswegen fokussieren wir uns einerseits in der Trainingsarbeit jetzt auf den Samstag. Zum Zweiten, um den Prozess kurz zu skizzieren, als Daniel am Montagabend Amir informiert hat, dass es eine Anfrage gäbe, ist natürlich so, dass Amir, Julius, die Kollegen aus dem Sport schon am Dienstag in Alternativen denken mussten. Unabhängig davon, ob die Anfrage von Bielefeld sich konkretisiert. Aber natürlich muss man in Alternativen denken. Das haben sie dann getan, parallel. Das heißt, man hat noch mehr Informationen eingeholt über potenzielle Kandidaten. Kandidaten, die unter Vertrag stehen, aber auch Kandidaten, die vielleicht gerade frei sind. Junge, Alte, es geht halt um das Profil, um die Passform. Dann, das ist der normale Gang, wie wir das definiert haben, ist es so, dass ein Amir, dass ein Julius erste Gespräche führen mit potenziellen Kandidaten. Am Telefon, via Teams, und dass aus dem Führen dieser Gespräche dann sich natürlich weitere Kandidaten kristallisieren, wo wir sagen, mit denen würden wir gerne weiter in die Tiefe gehen. Die würden wir gerne auch mal als Person kennenlernen in einem persönlichen Gespräch. Bei diesen Gesprächen darf ich dann auch dabei sein, höre immer ganz interessiert zu, wie über Fußball geredet wird. Wir versuchen uns da eben dann ein Bild zu machen. Passt die Idee von Fußball desjenigen zu der Idee, die wir für Osnabrück als richtig erachten, die wir für uns definiert haben? Passt das vom Wertegerüst? Passt das von der Menschlichkeit? Ist das eben von der Ambition das, wo wir sagen, da wollen wir hin? Passt das von der Emotionalität? Das sind da ganz, ganz viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. So, und diese Gespräche führen wir. Da haben wir einige Gespräche geführt. Wie gesagt, vorher Amir, Julius, die Kollegen, noch viel mehr. Und auf der Basis werden wir uns dann ein Bild machen und werden sicherlich mit dem einen oder anderen dann auch ein drittes, viertes Gespräch führen. Gleichwohl oder gleichzeitig schauen wir uns das auch anders an. Das heißt, ihr seid mitunter ja auch involviert, weil wir natürlich auch rausfinden wollen, wie agiert ein potenzieller Kandidat vor der Kamera? Was hat er für vielleicht Eigenarten? Wie ist sein Umfeld? Gibt es da bestimmte Dinge, die für uns interessant sein können? Gibt es da Dinge, die wir berücksichtigen müssen? Das heißt, wir versuchen das möglichst holistisch zu machen. So, und wenn sich dann Kandidaten rauskristallisieren, wo wir sagen, davon sind wir überzeugt, dann sind wir natürlich auch im Austausch mit den Gremien. Dann werden wir auch eben hier nochmal im engeren Kreis der Gremien, eben hier mit dem sogenannten Sportausschuss uns kurz schließen, um dann irgendwann zu sagen, jetzt gehen wir in die nächsten Schritte. Wir werden da natürlich dann auch das Finanzielle abklopfen müssen. Vielleicht ist der eine oder andere Kandidat auch woanders unter Vertrag. Dann gilt es natürlich auch da mit dem aktuellen Arbeitgeber in die Gespräche zu gehen, zu prüfen, ob der Trainer auch die Freigabe erhält oder eben auch nicht, was ja auch sein kann, abhängig von der Konstellation. Also von daher sind da viele, viele Themen, die wir bewerkstelligen müssen. Das ist ein sehr intensiver Prozess. Es ist für uns aber eben auch ein wichtiger Prozess und deswegen nehmen wir uns die Zeit, weil wir davon überzeugt sind, dass eben die Trainerperson eine ganz, ganz entscheidende Person für unseren kurz- und mittelfristigen Erfolg ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da eben so intensiv wie möglich gucken.
und eben nicht, weil die Leute nervös sind und gerne irgendwelche Ergebnisse sehen wollen oder die Leute sagen, oh, die lassen sich viel zu viel Zeit, dann jetzt irgendwie hektisch sind, weil irgendwelche Leute irgendwas fordern, sondern hier geht es darum, den richtigen für den VfL in der aktuellen Situation zu finden. Und das versuchen wir, ob es uns gelingt. Kann man dann 3 oder 6 Monate später an der Tabelle ablesen, in den meisten Fällen. Das macht die Sache dann auch schwer. Deswegen sind da auch so klassische Immunisierungsstrategien von irgendwelchen Schreiberlingen da, die natürlich heute schon ganz vieles wissen, was aber nicht überprüfbar ist. Das heißt, für uns zählt jetzt, ob es richtig ist, wissen wir später. Aber wir müssen die Entscheidung mit dem Wissen von heute fällen und nicht mit dem potenziellen Wissen von in 6 Monaten. So, ich fasse auf an der Stelle, weil jetzt hast du natürlich ein bisschen verraten, dass ich die Fragen, die ich stelle, die Antworten schon kenne. Was? Teilweise zumindest. Ich fasse nochmal zusammen. Es gab eine Longlist, die ist mittlerweile zu einer Shortlist geworden. Es gibt den persönlichen Austausch schon an der einen oder anderen Stelle und der wird weitergeführt. Und wir werden ganz sicher als erstes berichten, wenn es etwas zu verkünden gibt. Aber du strahlst eine Ruhe aus, Gelassenheit, die überträgt sich vielleicht auch auf die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns gerade zusehen. Letzte Frage eigentlich. Parallel zu der Trainerfindung ist ja auch noch das Transferfenster geöffnet für Spieler. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht komplett ausgeblendet bei Amir und seinem Team. Kannst du dazu auch noch irgendwie 1, 2 Sätze sagen? Also ein paar Tage ist das Transferfenster noch offen. Ich glaube, so Bereiche, wo man schaut, sind, glaube ich, definiert und auch kommuniziert. Hier hast du auch nochmal die Möglichkeit, ganz exklusiv was zu verkünden. Ja, ich glaube, dass tatsächlich der Schlafumfang bei Amir gerade noch geringer ist als bei mir. Denn, ist gerade Papa geworden. Da ist das Thema Spieler, da ist das Thema Trainer. Deswegen, der schläft sicherlich relativ wenig gerade, aber ist da sehr umtriebig. Ja, wir wollen natürlich auf dem Transfermarkt das ein oder andere noch prüfen. Da sind die Kollegen dran. Ist das schwieriger geworden durch die Trainerentscheidung? Ich würde sagen, jein. Es ist zumindest so, dass es eine weitere Nuance gibt. Gleichzeitig ist es schon so, dass wir auch unabhängig von einer Trainerperspektive eben auch mit Spielern sprechen. Dass wir da schon den einen oder anderen Kandidaten identifiziert haben, wo wir glauben, das passt. Aber Amir hat es sehr klar formuliert, dass wir eben insbesondere im offensiven Außenbereich noch etwas suchen. Eben, ich glaube, er formuliert immer einen Spieler, der eben auch im 1 gegen 1 aktiv ist und der eben ein Tempo mitbringt. Wir sind mit Blick eben auf die Position, Stichwort Oliver Wähling, der ausgefallen ist, leider, ob wir da noch was machen. Also von daher sind wir an der einen oder anderen Stelle da aktiv. Da kommen viele Themen zusammen. Das ist in den letzten Tagen des Transfermarkts natürlich auch immer sehr dynamisch. Das ist dann oft kaskadenförmig. Wenn irgendwo etwas passiert, zieht das viele weitere Entscheidungen nach sich. Es sind viele Spieler, die dann kurz vor Toreschluss sagen, das ist jetzt doch nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Und deswegen die Bereitschaft vielleicht da ist, doch nochmal zu wechseln. Oder Spieler, die sagen, ich will aber in die erste Liga oder in die zweite Liga und merken, das ist doch nicht so leicht. Die dann vielleicht doch bereit sind, auch in der dritten Liga zu spielen. Von daher ist eine hohe Dynamik. Deswegen gibt es da sehr viele Telefonate. Da müssen wir schauen. Und da müssen wir trotzdem immer auch schauen, ist das tatsächlich ein Profil, was zu uns passt, was das Sportliche betrifft, was das Menschliche betrifft und auch was das Finanzielle betrifft. Da sind die Kollegen dabei. Und das Thema Trainer, ja, es ist möglicherweise dann nochmal Nuance, wenn eben der kommende Spieler weiß, wer der Trainer ist, ist es sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch mal ein Akzent mehr, den man treffen kann. Aber es ist nicht zwingend, weil Spieler wechseln zu einem Verein, wechseln eben hier zum VfL Osnabrück, wechseln da hierhin, um an der Bremer Brücke zu spielen. Natürlich mit einem Trainer, mit einer Trainerpersönlichkeit, die wichtig ist. Aber man darf es auch nicht am Trainer ausrichten. Und das ist das, was natürlich auch wichtig ist zu vermitteln. Da ist aber Amir komplett im Thema. Da sind wir sehr eng abgestimmt. Und deswegen, wir sind bereit, was zu machen. Wir werden aber auch jetzt da nicht aktionistisch sein, das ist auch klar. Perfekt. Michael, vielen Dank für deine Zeit. Davon hast du gerade nicht so viel. Und für euch gilt natürlich ab in Online-Ticket-Shop. Tickets sichern für den Brückentag am kommenden Samstag 14 Uhr gegen den 1. FC Saarbrücken. Unterstützt das Team, unterstützt Danilo und Danne an der Trainerbank, wenn sie da noch stehen werden. Also wir freuen uns auf euren Besuch